Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Das Thema zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung hat durch die schlimme Großkrise in Europa leider eine höhere Aktualität erlangt. Den Krieg will ich nicht kommentieren, denn gestern hatten wir ja ausführliche Debatte darüber. Aber so viel dazu. Nach dem Wunder des friedlich zu Ende gegangenen Ost-West-Konfliktes 1991 hätte es soweit niemals kommen dürfen. Viele, die sonst so gerne mit dem Zeigefinger auf das Versagen früherer Generationen zeigen, sollten sich nun für ihr eigenes epochales Versagen schämen. Nach 1991 war es möglich, Europa zu einem Friedenskontinent zu machen. Dieses wurde von den Altparteien mit verpasst. Wer Völker versöhnen will, muss die Menschen zusammenbringen und nicht die Manager und selbsternannte Eliten auf weltabgewandten Tagungen in Davos oder anderswo, wie es Frau Merkel und ihre Mitläufer so gerne getan haben. Energie- und Pipeline-Deals haben wir in der verlorenen Merkel-Zeit mit Russland gemacht. Schüleraustausch, Städtepartnerschaften, die in den 90er Jahren vielfach entstanden waren, schliefen dagegen ein. Es waren aber genau diese Dinge, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa eine Auseinandersetzung unmöglich gemacht haben. Dies war der mit arroganter Selbstüberschätzung regierenden Dame so wenig wichtig wie die Anliegen und kleinen Träume der Bevölkerung. So pfeift man auf den inneren und äußeren Frieden. Und damit haben wir auch einen Mitanteil an der Situation jetzt. Das bringt uns zurück zum Thema Energiewende, bei dem es für Sie, die regierende Elite, keine Rolle spielt, wie viele Lebenspläne dabei auf der Strecke bleiben. Pläne von Familiengründung, Häuslesbau durch harte Arbeit, Pläne eines sorgenfreien Alters nach langem Arbeitsleben, Pläne vom kleinen Glück. All das zerschellt gerade an einer durch Energiepreise getriebenen Hyperinflation. Preise, die Sie durch ständig steigende CO2-Abgaben und Steuerlast noch kräftig erhöhen. Aber die Not der Normalbürger ist den Neugebauers, Rems, Maas und Habecks dieser Welt eben egal. Ihre vermurkste Energiewende wird den fraglos herausfordernden Klimawandel nicht aufhalten. Ihr Projekt ist rein ideologisch und nicht ökologisch. Jedem ernstzunehmenden Wissenschaftler ist klar, dass die weiter wachsende Menschheit noch viel CO2 erzeugen wird. Wir bekommen auf jeden Fall Konzentrationen in der Atmosphäre, wobei bei weiterer Zunahme rein gar nichts mehr passiert, so wie es bei der Luftfeuchtigkeit jetzt schon ist. Ohne Treibhausgase wäre der Planet im Mittel minus 18 Grad Celsius kalt und unbewohnbar. Lebensfreundliche plus 15 Grad haben wir dank der unverzichtbaren Luftfeuchtigkeit und dem unverzichtbaren CO2. Seriöse wissenschaftliche Arbeiten aus den USA sehen ein Restpotenzial für die Erwärmung des Klimas durch CO2, rein durch CO2, bei 1,5 bis 2 Grad Celsius. Was darüber hinausgehen würde, wäre der Anteil anderer Treibhausgase. Nun verpflichten Sie die Landesbevölkerung mit einer Politik von wenig Zuckerbrot und viel Peitsche auf die große Transformation, um was zu tun? Um die Erderwärmung durch reine CO2-Vermeidung auf 2 Grad zu begrenzen. Das ist einfach grotesk. Ein Wert, der durch CO2 sowieso nicht überschritten würde. Dafür geben Sie die Energiesicherheit und den Wohlstand auf. How dare you, kann ich da nur fragen. Ich hab's schon einmal gezeigt und ich zeige es wieder. Gucken Sie sich endlich mal ein Absorptionsspektrum unserer Atmosphäre an. Und dann können Sie leicht sehen, dass bei CO2 kaum noch was zu absorbieren ist, dass wir am Ende der Fahnenstange sind und dass wir deswegen da keinen großen Hebel mehr haben. Erreichen wollen Sie Ihr Ziel mit der Erzeugung... Gestatten Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Karel. Am Ende, wenn es Zeit gibt. Ja, am Ende. Erreichen Sie, wollen Sie das Ziel mit der Erzeugung von Zufallsenergie aus Solaranlagen und Windrädern? Die Windräder standen 2021 in unserem Schwachwindland an 44 Stunden im Jahr komplett still. In 10% der Zeit wurde 2021 weniger als 1% der Nennleistung der vorhandenen Anlagen ins Netz eingespeist. Der Mittelwert der Einspeisung lag bei 17,7% der Nennleistung.
Das ist eine desaströse Wirtschaftlichkeit bei diesen Anlagen. Der Mittelwert des Flächenverbrauchs, der Landschaftsverschandelung und des Artenbedrohung, der ist aber konstant hoch. Mangelnde Grundlastfähigkeit klammern Sie komplett aus. Von der grünen Wasserstoffwirtschaft haben wir inzwischen gelernt, dass sie der Realität so nahe ist wie die Hyperlichtgeschwindigkeit in der Raumfahrt. Wasserstoffinfrastruktur ist in einem Kriegsfall übrigens ein hervorragendes Ziel. Kleine Zündladung, Riesenexplosion. 2015 ist hier in Tianjin in China ein Wasserstofftank explodiert. Es gab 170 Tote, 700 Verletzte und 7000 verloren ihr Obdach. Weil klar ist, dass die inländische Zufallsenergie für die Versorgung nicht reicht, soll der Wasserstoff auch importiert werden. Für den Tankertransport, so las ich jetzt neulich, soll der Wasserstoff in Methanol und Synthetic Fuels überführt werden. Das ist eigentlich vernünftig. Aber dann frage ich, warum wollen Sie dann den Verbrennermotor verbieten, wenn Sie den Wasserstoff sowieso in Fuels überführen, die in einem Verbrennermotor verbrannt werden könnten? Das ist grüne Logik, das ist mir zu hoch. Als Gipfel des Blödsinns wollten Sie bis vor 2 Wochen den Übergang zum Traum mit Gaskraftwerken abfedern. Diese tragen aber bei ihrer Förderung und durch Transportverluste kräftig zur Emission des Supertreibhausgases Methan bei. Hätte der Krieg traurigerweise dem Unfug nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht, dann hätten Sie mit Ihren Gasplänen im Klimawandel noch einen Booster gegeben. Schlimmer wird die Bilanz nur noch bei LNG-Gas, das nachweislich 30% klimaschädlicher als Kohle zum Beispiel ist. Klimawandel zum Rekordpreis, das ist Ihr Energieprogramm. Wer hat nur unseren sicheren, weniger klimaschädlichen Kohlebergbau stillgelegt? Nord Stream 2 bleibt als Investitionsruine in der Ostsee begraben. Nord Stream 1 hat Aussicht zu folgen. Versorgungssicherheit hat 17 Jahre lang keine Rolle gespielt. Und jetzt ist Ihre Lösung eine Stromversorgung mit Dunkelflaute. Bravo. Verschwiegen wird auch, dass die teure neue Energiewirtschaft, wenn sie denn funktionieren würde, jede Menge Edelmetalle und Rohstoffe bräuchte, bei denen der Hauptlieferant wieder Russland ist. Windradrotoren und Solarmodule kommen heute überwiegend aus China. Was machen Sie denn bei einer Besetzung von Taiwan? Nur das Balsaholz für die Windräder, da reicht es ja, die südamerikanischen Urwälder abzuholzen. Letzte Woche sind neben Öl und Gas auch die Weizenpreise auf Rekorde geklettert. Die Inflation bei Lebensmitteln ist deutlich zweistellig und wird es noch lange Jahre bleiben. Inflationstreiber sind nicht die gierreicher Landwirte, sondern drastisch gestiegene Energiepreise und Düngemittelpreise bei schwindenden Anbauflächen. Ihre Lösung dafür? Zubauen weiterer 2% der Landesfläche durch Ihre Energieanlagen. Das ist bitter für die durch Ihre Politik geschaffenen neuen Armen. Eben für alle, die nicht auf eigens geschaffenen schwarz-grünen Versorgungsposten hocken. Für viele auf der Welt bedeutet der steigende Weizenpreis Hunger und Not. Die Zahl der akut Hungernden auf der Welt ist auf 280 Millionen gestiegen und steigt schnell weiter. Diese Entwicklung hat noch gar nichts mit der Ukraine-Krise zu tun. Das kann sich jetzt noch gar nicht auswirken. Liebe Altparteien, wenn Sie die Verantwortlichen für die kommende Tragödie suchen, schauen Sie nicht nur Richtung Kreml. Schauen Sie zu Hause in Ihren Spiegel. Die irre Energie- und Klimapolitik des Pariser Vertrages führt die Welt in eine Hungerkatastrophe. Sie treten Humanität und Nachhaltigkeit mit Füßen. Die Verlängerung der Laufzeit der letzten 3 AKWs muss nun kommen. Gut, dass der Ministerpräsident sich jetzt auch dahingehend geäußert hat. Man sieht, AfD wirkt. Wenn jemand die Verlängerung von Laufzeiten bei Kernkraft und Kohle als nicht geeignet zur Beendigung der Versorgungskrise bezeichnet, dann zeigt er klar, wer nicht geeignet ist. Es sind die Energiewende-Dilettanten von Agora und der Kinderbuchautor im Bundeswirtschaftsministerium. Beenden wir die aussichtslose Illusion der baldigen CO2-Null-Emission. Vermeiden wir stattdessen die rein anthropogenen Treibhausgase wie Methan und Lachgas. Begrenzen wir so den Klimawandel im beherrschbaren Bereich.
Mit dieser Strategie stünde global wieder eine ausreichende Energieträgerbasis zur Verfügung, die als Kohle breit verteilt ist und noch lange Zeit reicht. Natürlich muss an den erneuerbaren Energien weiter mit Hochdruck geforscht und gearbeitet werden. Der Umstieg darf jedoch nicht auf Kosten der Ökologie und Humanität gehen, wie es jetzt der Fall ist. Vielen Dank.